Konnichiwa Leute und herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 14 mit euer Giga Tobi. Da bist du ja endlich. Ich kann es kaum erwarten, alles über deine Erlebnisse im Labyrinth der Alten zu erfahren. Ein paar heroische Melodien schwirren mir schon im Kopf herum, aber die hebe ich für mich für später auf. Ruhe dich erstmal aus vor dem harten Kämpfen und dann werden wir das weitere Vorgehen in allen Erben beratschlagen. Die Erben sammeln sich. Grashtia möchte eine Versammlung von Noahs Erben einberufen. Cool, da können wir jetzt hier Kampfmaterial. Was nehme ich denn hier? Ich glaube, ich nehme Parade. Weil Parade ist sowieso für uns am besten, weil wir immer sonst ja auch immer ausweichen müssen oder blocken müssen, je nachdem. Das bringt für uns viel mehr. Ja, für die Leute, die eben halt Schnelligkeit und so weiter ist. Also Schnelligkeit würde ich eher für die Waldläufer, Dragoon und so weiter ist und hier Zauber eben halt für die Magier und das eben halt für die Tanks. Da bist du ja wieder, Jigatobi. Ich werde sofort die übrigen Erben Noahs einberufen, damit wir unsere Lagebericht abhalten können. Die Führung überlasse ich ab jetzt aber wieder Rambrus. Setz ihn davon in Kenntnis, dass alle Verbündeten zurück im Lager sind. Willkommen zurück, Jigatobi-sama. Du hast im Labyrinth der Alten Erstaunliches geleistet, wie ich vernommen habe. Ich werde deine Erkenntnisse über den Kristalltor mit unserem bisherigen Wissen in einen Forschungsbericht zusammentragen. Wenn du an den Ergebnissen interessiert bist, kannst du mich jederzeit ansprechen. Nun lass uns rekapitulieren, was wir bislang wissen. Oh, cool. Hey, easy peasy. Kriegen wir gleich hier. Gleich Fechtkunst. Bei der zurückliegenden Operation ist es uns, Noahs Erben, gelungen, das äußere Verteidigungssystem des Kristallturms auszuschalten und den Zugang zum Labyrinth der Alten, einem gefahrvollen Verlies am Fuße des Turms, zu öffnen. Dank der Berichte von Shikotobi-sama und ihren tapferen Kameraden wissen wir, dass die Wächter im Inneren des Labyrinths noch immer durch die Gänge streifen und unter ihnen sogar verdiente allergische Helden sind, die durch Magie zu neuem Leben erweckt worden sind. Unsere Befürchtungen scheinen sich tatsächlich zu bewahrheiten, Rambris. Der Kristallturm ist nicht nur erneut an der Oberfläche erschienen, sondern er scheint auch vollständig reaktiviert zu sein. Das lässt sich allein durch tektonische Verschiebungen während der siebten Katastrophe nicht erklären. Der Grund für die Reaktivierung muss irgendwo im Inneren des Turms liegen. Ihn müssen wir herauskriegen, wenn wir wissen wollen, ob der Kristallturm eine Gefahr darstellt oder nicht. Das sagt sich so leicht, aber wer weiß, welche Überraschungen uns im Turm noch erwarten. Wenn das Labyrinth der Alten nur ein Vorgeschmack war, dürfte uns einiges auf uns zukommen. Dann sollten wir vorerst all unsere Bemühungen darauf richten, den Zugang zum Turm zu sichern und die Abwehrmechanismen genauestens zu studieren. Kannst du das übernehmen, Sid? Selbstverständlich, Rembris. Wir werden natürlich dabei helfen, Chef. Genau, schließlich geht es hier um die Verteidigung unserer Firmengrundsätze. Ehrensache, dass wir da mit anpacken. Das ist nett von euch, Jungs. Also gut, hier scheint mir jeder ausreichend beschäftigt zu sein, also werde ich mich für eine Weile empfehlen. Okay. Mein Bogen sehnt sich nach der Jagd und ich will meine Sinne für die Erstürmung des Kristallsturms schärfen. In ihm wird schließlich die Geschichte geschrieben. Das darf mir auf keinen Fall entgehen lassen. Das könnte dir so passen, Rithia. Auch du wirst Sid zur Hand gehen. Oder möchtest du, dass das Komitee von deinen Alleingängen in Kenntnis setze? Tch, das vergisst wohl jemand, der hier in der Hierarchie über ihm steht.
Sei es drum, dich und die anderen Abenteurer könnte ich sowieso nicht ersetzen, Jigatobi. Du wirst für eine Weile vermutlich nur Däumchen drehen können. Pass bitte auf, dass du beim Rasten nicht rostest, ja? Denn die nächste Expedition kommt bestimmt und dann brauchen wir dich wieder im Vollbesitz deiner Kräfte. Schon bald hebt sich der Vorhang und die ganze Welt über die Alaga wird ans Tageslicht treten und wir, Noahs Erben, werden sie aus der Versenkung holen. Also gut, Freunde, lasst uns unsere Zusammenkunft für heute beenden. Ausgezeichnete Arbeit, ihr alle, macht weiter so. Sieht irgendwie schon cool aus. Ist mit dem Kristallturm. Hä? Nein. Oder? Hier scheint ja jemand ganz schön gewütet zu haben. Na, mir soll's recht sein, solange man durch den Schutt noch zu sehen, noch zum Ziel kommt. Diese Abenteurer lassen sich wirklich für alles einspannen. Äußerst praktisch. Ich glaube, so langsam verstehe ich, was du an ihnen findest. Das ist also der Kristallturm. Die unbekannte Energie, die von seiner Spitze ausgeht, ist mindestens so stark wie die der Ultima-Waffe. Nein, sie übertrifft sie sogar. Der kommt mir richtig bekannt vor, oder? Ich glaube, wenn ihr irgendwann das auch weiter in den Let's Play seht, dann wisst ihr, wen ich meine. Das habt ihr mir wirklich ein nützliches Werkzeug in die Hände gespielt, Noahs Erben. Na? Ich wusste es. Er ist noch nicht tot. Nerotol Scrafeva. Es schien, als hätte ich alles verloren, aber wie immer ist mir mein Schicksal hold. Mein Durst nach Macht ist ungestillt. Mein Traum ist längst nicht ausgeträumt. Rache ist süß, Cid Garland. Er lebt noch. Der Cyclus-Turm. Ambrose macht ein zerknickeltes Gesicht, ob die Erforschung des Kristallturms im Stocken geraten ist. Jigatobi, bist du hier, um dich nach dem Stand der Expedition zu erkunden? Das dachte ich mir. Leider muss ich dich enttäuschen. Wir haben keine nennenswerten Fortschritte gemacht. Das Labyrinth der Alten konnten wir dank deiner Hilfe gründlich untersuchen. Doch es will uns einfach nicht gelingen, in den nächsten Teil des allergischen Komplexes zu gelangen, den Sacrus-Turm. Erinnerst du dich an die 8 Wächter, die uns den Zugang zum Labyrinth der Alten versperrt haben? Die Tür zum Sacrus-Turm ist ebenfalls verschlossen, allerdings mit einem anderen Mechanismus und einen ziemlich vertrackten, wie ich leider zugeben musste. Cid und ich haben all unseren Wissen mobilisiert, aber bislang nicht einen Anhaltspunkt gefunden, wie man die Tür öffnen kann. Es muss eine Möglichkeit geben. Na, wie du siehst, sind wir alle etwas ratlos im Moment. Es gibt also nichts, mit dessen Erledigung wir dich beauftragen könnten. Ich fürchte, uns bleibt nichts anderes übrig, als unsere gesamten Bibliotheksbestände aufzustauben und Seite für Seite durchzugehen, um eventuell einen Hinweis. Vielleicht gibt es doch einen schnelleren Weg. Wer behauptet das? Oh. Fürchte dich nicht, gelehrter Balsions. In gewisser Weise sind wir ebenfalls Erben von Noahs. Ich bin Unai und mein Gefährte heißt Duga. Lasst euch von seinem finsteren Blick nicht einschüchtern. Das Hauptquartier selbst
hat uns geschickt, um euch zu unterstützen. Wir sind Experten auf dem Gebiet des antiken Alaks. Unai und Doga? Solche Namen lasse ich bisher nur in alten Schriften. Die sehen ja auch voll heftig aus. Voll gekleidet so. Vergib mir, aber in meinem bisherigen Korrespondenz mit Shalian sind eure Namen nie gefallen. Geschweige denn war davon die Rede, dass man uns Verstärkung geschickt schicken würde. Dann hat euch die Nachricht also nicht erreicht? Das ist bedauerlich. So bleibt uns nur, an euer Vertrauen zu appellieren. Was hast du, Riashtia? Mein Auge. Irgendwas komisch. Jetzt ist es wieder weg. Kümmert euch nicht darum. Sicher ist es nur Müdigkeit. Mein großer Beregott, dein rechtes Auge gleicht den in unseren. In der Tat, ihr habt ebenfalls blutrote Augen. Ich flehe euch ein, sagt mir alles, was ihr darüber wisst. Die roten Augen waren ein Merkmal der Alaga, das es längst nicht mehr geben sollte. Und doch hatte mein Vater eine solche Augen, dass er mir vererbt hat. So wie er es von seinem Vater geerbt hatte. Ich allerdings war der einzige Rotäugige unter meinen Brüdern und die Frage nach dem Wieso lässt mir bis heute keine Ruhe. Ich bin unschuldig, aber auch wir wissen nichts Genaueres über diese Augen, nur, dass sie etwas mit den Alagern zu tun haben. Genau wie du sie, wir auf der Suche nach Antworten, aber auf die Frage nach unserer Existenz, glaubt ihr uns jetzt vielleicht? Einen Versuch ist es wert, mein Bruder. Aber hast du eine bessere Idee? Also gut, wenn du meinst. Aber ich werde bei Balsions Gelehrten Erkundigungen über euch einholen, nur damit das klar ist. Sehr wohl. Dann sind die Reihen von Noahs Erben also um weitere Mitstreiter gestärkt worden. Wir sollten ihre Eignung gleich auf die Probe stellen, Jigatobi. Nimm die beiden mit zum Sanctus-Turm und lass sie die Tür untersuchen. Hab Dank. Wir werden euch sicher nicht enttäuschen. Zum Sanctus-Turm kann Biggs euch führen, Jigatobi. Er müsste sich momentan zusammen mit Wedge bei der 8 Wächtern aufhalten. Viel Erfolg. Ich werde euch begleiten, Jigatobi. Diesen womöglichen gesichtsträchtigen Moment kann ich mir nicht entgehen lassen. Er lässt auch nicht locker. So. Dann müssen wir wieder hier wieder zum Turm. Ne? Den 8 Wächtern. Ach, kann man ja gar nicht runter. So, dann gucken wir mal. Machen hier auch schon mal meine Gilde hier mit dem Cyclostorm. Bin ich mal gespannt, wie das da so abgeht. Auf jeden Fall werden auch noch Raid-Livestreams kommen etc. Also jetzt ist das bald an der Zeit, dass ich das auch mal machen werde. Das habe ich ja schon lange angekündigt gehabt, seit meinen Let's Plays. Und ja, das wird auf jeden Fall bald soweit sein. Noch ein wenig Geduld. Ich mache das ja währenddessen auch schon hier alles. Ah, Jigatobi, schön dich mal wiederzusehen. Was führt dich zu uns? Falls du den Kristallturm weiter erforschen möchtest,
wirst du dich leider noch etwas gedulden müssen. An der Tür des Cyclostorm hat sich selbst Meister Sid bislang die Zähne ausgebissen. Wir haben Verstärkung von Basions Gelehrten bekommen, sagst du? Das sind gute Neuigkeiten. Der Zugang zum Cyclostorm liegt gleich hinter den Labyrinth der Alten. Folgt mir, ich führe euch hin. Ah, du bist Jigatobi. Schön, dich zu sehen. Doch, wer sind eure zwei Begleiter? Du wirst es nicht glauben, Sid, aber die haben Basions Gelehrte uns geschickt. Darf ich vorstellen? Hunai und Duga. Wir würden uns gerne die verschlossene Tür ansehen, wenn du nichts dagegen hast. Oh, wie käme ich dazu? Bitte, nur zu. Ihr seid ja sogar gekleidet wie Alaga, wenn das mal kein gutes Omen ist. Vor uns befindet sich der zentrale Komplex des Kristallturms, der Cyclostorm. Doch wie unschwer zu übersehen ist, wird der einzige Zugang von einer riesigen Tür versperrt. Im Gegensatz zu den 8 Wächtern greift die Tür Eindringlinge nicht an, aber sie macht auch keine Anstalten, sich zu öffnen zu lassen, und zerstören kann man sie erst recht nicht. Glaub mir, wir haben alles aufgefahren, was unser Arsenal aufzubieten hatte. Wir stehen buchstäblich vor verschlossenen Türen. Der simpelste, aber leider auch effektivste Weg, unerwünschte Besucher abzuhalten. Unser einziger Hinweis ist die Gravur auf der Tür. Sie scheint einen Mann und eine Frau darzustellen, die einen sehr hohen Rang in der allergischen Gesellschaft bekleidet haben müssen. Doch das ist auch schon alles. Vielleicht hat diese Gravur gar keine tiefere Bedeutung, sondern dient einfach nur der Zierde. Seid ihr taub? Ich sagte doch, dass sich die Tür nicht von Hand öffnen lässt. Das ist uns sehr bewusst. Das ist uns sehr wohl bewusst. Und wir haben auch nicht vor, sie einfach aufzuziehen. Richtig. Nicht wir öffnen die Tür. Die Tür öffnet sich für uns. Wow. Nice. Wie ist das? Unglaublich. Der Weg ist frei. Wie habt ihr das angestellt? Keine Tür öffnet sich einfach nur durch fromme Wünsche. Ihr könnt keine gewöhnlichen Forscher sein. Der Turm, der durch die Wolken stößt, den Lichte stolz entgegen, von gulden Pforten wird bewacht, die kein Spalt sich regen. Ein Wal, unüberwindlich, erhaben, unergründlich, nur die vom Blut der Ahnen, der Weg hinauf sich bahnen. Es ist,
wie in den Liedern besungen wird. Der ist tatsächlich noch am Leben. Welch eine Überraschung, ne? Ihr habt euch ein paar prächtige Werkzeuge geangelt, Noahs Erben. Tja, Leute, ihr werdet auf jeden Fall das auch noch erleben. In Story Let's Play schaut auf jeden Fall mal gerne rein, weil da werden wir auf jeden Fall da auch noch richtig schön Action erleben bei den Galaischen. Und ja, schaut euch auf jeden Fall das an. Nero, du konntest aus dem Castrum fliehen. Begrüßt man so einen alten Freund, Cid? Wo bleibt die Freude über unser Wiedersehen? Kein Grund, in Angriffsstellungen zu gehen. Ich bin nichts weiter als ein versprengter Soldat, den in seiner Heimat der Strick droht. Da erschien mir eine Karriere als Vagabund verlockender. Unterwegs habe ich Gerüchte über euch aufgeschnappt, die mitunter recht interessant klangen. Also dachte ich, ich schaue mal vorbei. Vielleicht kann ich euch ja helfen. Wer es glaubt, wird selig. Genug von mir. Viel interessanter ist doch, wer sind diese beiden da? Ich denke, ich habe eine Antwort auf diese Frage. Wie ihr ja sicher wisst, markiert der Kristallturm den Höhepunkt der alagischen Baukunst. Nur Angehörige der kaiserlichen Familie und hochrangige Minister dürfen sein Inneres betreten. Wie ich weiterhin herausgefunden habe, konnte die Tür nur von direkten Nachkommen des ersten Kaisers geöffnet werden. Blutsverwandtschaft ist der Schlüssel zum Sacrusturm. Du willst doch wohl nicht in allen Ernstes behaupten, Unai und Duga entstammen der alagischen Kaiserfamilie. Oh doch, wenn auch nicht in herkömmlichen Sinne. Sie stammen zwar von Kaiserhaus ab, wurden aber nicht auf natürliche Weise geboren. Die sind Klone, künstlich reproduzierte Lebewesen, zum Leben erweckt durch die Magie der Alaga. Es ist an der Zeit, dass ihr die ganze Wahrheit erfahrt. Es war nicht unsere Absicht, euch zu täuschen. Wir wollten mit Erklärung warten, bis wir die Tür geöffnet hätten. Wir fürchteten, ihr würdet uns für verrückt erklären und fortjagen, wenn wir euch direkt mit der Wahrheit konfrontiert hätten. Wir sollten das alles einmal in Ruhe besprechen. Bitte folgt uns. Also gut. Die Einladung war nicht an dich gerichtet. Ach, Sid, jetzt stell dich doch nicht so an. Sieh mal, ich habe sogar ein kleines Präsent mitgebracht, als Zeichen meines guten Willens. Ein alagischer Stein, der all die Informationen enthält, von denen ich euch gerade berichtet habe. Ein Erinnerungsstück an meine Zeit bei der 14. Legion. Bitte sehr, den großen Cid Gallon wird er sicher von Nutzen. Aber dass er wieder da ist. Ungewöhnlich. Aber dazu auf jeden Fall
demnächst weiter hier mit den Kristallturm-Quest-Serie. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da und schaut sonst auch wieder im nächsten Part, wenn ihr mehr erfahren wollt. Und ja, hoffentlich hat es euch gefallen. Haut rein, Leute.